Rage, goddess. Sing of the rage of Peleus' son, Achilles. Murderous. Doomed. Er gilt als der Held schlechthin, spätestens seit Brad Pitt im Film Troja kennen wir Achilles als ein Held, wenn auch nicht ohne Makel. Doch anders als im Film hat Achilles wesentlich mehr Makel und noch mehr Verbrechen begangen, als man glauben will. Aus unserer Sicht würden wir ihn einen Kriegsverbrecher nennen, der ohne jeden Skrupel und ohne jede Rücksicht schlachtet, aber seht einfach weiter zu und entscheidet dann selbst, ob Achilles ein Held oder schlicht ein Mörder ist. Doch niemand wird von heute auf morgen ein Held oder Verbrecher. Alles beginnt wie so oft bei den Eltern und der Geburt. Achilles wurde von den Eltern Peleus, dem König Tyr in Thessalien, und der Meeresnymphe Thetis geboren. Thetis war eine sehr begehrte Frau, sowohl der Meeresgott Poseidon als auch der Gottkönig Zeus begehrten sie. Thetis hingegen lehnte die beiden Götter ab, nicht, dass das, was genutzt hätte, denn beide Götter waren das Wort, nein, nicht gewohnt und hatten die hässliche Angewohnheit, sich einer Frau auch mit Gewalt aufzudrängen. Wer Thetis vor diesem Schicksal bewahrte, war Prometheus. Seit Jahrzehnten lag er angekettet im Kaukasusgebirge, wo ihm jeden Tag ein Adler die Leber aufriss, die nachts wieder nachwuchs und die Qualen so endlos weitergehen ließ. Zeus selbst hatte Prometheus zu diesem grässlichen Schicksal verurteilt, das warum findet ihr oben im i verlinkt. Doch dann bot Prometheus Zeus etwas an, seine Freiheit gegen eine Prophezeiung, die Zeus vor dem sicheren Untergang retten sollte. Der Gottkönig zögerte, akzeptierte jedoch schließlich, so befreite Herakles auf Zeus' Befehl hin, den gequälten Titanen und Prometheus erzählte Zeus von der Prophezeiung. Die da lautete, dass es Thetis' Schicksal wäre, einen Sohn zu gebären, der seinen Vater übertreffen würde, danach wagte es kein Gott mehr, um sie zu werben. Dafür jedoch ein Sterblicher, Peleus, der König der Myrmidonen von Tyr in Thessalien. Wie Peleus es gelang, eine Unsterbliche für sich zu gewinnen, das klären wir in einem anderen Video. Gemeinsam zeugten sie schließlich den Achilles. Achilles wurde in eine gewalttätige Welt hineingeboren. Die alten Griechen oder auch Achäer genannt, waren nämlich zu dieser Zeit weit von den kaum weniger gewalttätigen Stadtstaaten des Leonidas oder des Themistokles entfernt. Sie waren schlicht ein Volk von Plünderern und Mördern, die bereits die alten Ägypter als die Menschen der sie zu fürchten lernten. In dieser gewalttätigen Kriegerkultur war kein Platz für Gnade oder Mitgefühl. Die Achäer hatten auch keinerlei Probleme damit, sich gegenseitig niederzumetzeln. Denn alle wurden von einzelnen Kriegsherren beherrscht. Jeder von ihnen war stolz bis hin zu Arroganz und daher fand sich stets ein Grund, warum ein Feldherr einem anderen die Kehle aufschlitzen wollte. Thetis sorgte sich daher zutiefst um das Schicksal ihres Sohnes. Und auch, weil sie nur zu gut wusste, dass Halbgötter in der Regel zwar ein heldenhaftes, aber oft auch ein kurzes Leben hatten. Also beschloss sie, ihren Sohn unverwundbar zu machen. Mit dem Ziel, dass weder Speere, Schwerter, Pfeile, ja nicht einmal Katapultgeschosse ihn verletzen könnten. So brach sie zum Stücks auf, dem Fluss des Grauens. Er war die natürliche Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Das Wasser des Flusses galt für Menschen jedoch als ungeheuer giftig, doch das war Achilles ja nicht. Er war ein Halbgott und als ihn seine Mutter ins Wasser tauchte, wurde er nicht von dem Fluss vernichtet, nein, als ihn seine Mutter wieder hervorholte, war sein ganzer Körper fest wie Stahl, undurchdringlich für jede Lanze. Für jede Stelle bis auf eine, die Knöchel, an dem seine Mutter ihn festgehalten hatte. Nach meiner eigenen Einschätzung begann jedoch auch damit der Anfang von Achilles gefürchteten Blutdurst und Zorn. Denn der Styx wird nicht nur Fluss des Grauens, sondern auch der Fluss des Hasses genannt. Mit anderen Worten, Achilles wurde buchstäblich in purem, reinem Hass getaucht, wodurch nun sowohl göttliches Blut als auch das Wasser des Hasses in ihm floss. Eine gefährliche Kombination, wie wir im Laufe des Videos noch feststellen werden. Der junge Achilles verlebte jedoch zunächst ein weitgehend ruhiges Leben. Seine Mutter übergab ihm den Zentauren Chiron, der schon Herakles die Kunst des Krieges, aber auch die Kunst der Musik lehrte. So wuchs Achilles zu einem bemerkenswerten Krieger heran, bis zum jenen Tag, an dem der Prinz Trojas, Paris,
die schöne Helena von Sparta mit sich nahm. Ihr Ehemann Menelaos war außer sich vor Zorn. Doch sein Bruder Agamemnon wusste dies vortrefflich auszunutzen. Mit List, Gewalt, Versprechen und Drohungen zwang er die ansonsten so stolzen und arroganten Kriegsherren der Achäer unter seinem Banner. Doch als der Krieg der griechischen Achäer gegen Troja begann, verkündete der Seher Kalchas, dass Troja ohne Achilles Einsatz nicht erobert werden könne. Seine Mutter wollte ihn aber nicht am Trojanischen Krieg teilnehmen lassen. Denn ein Orakel prophezeite, dass Achilles zwar durch den Krieg in Troja für immer in die Annalen der Menschheitsgeschichte eingehen würde, doch diesen Ruhm würde er mit einem frühen Tod bezahlen müssen. Voller Sorge versteckte sie Achilles auf Skyros, wo sie ihn als Mädchen verkleidete und unter die Töchter des Königs Lykomede schickte. Während seines geheimen Aufenthalts auf Skyros verliebte sich Achilles in eine der Töchter des Lykomedes mit den Namen Deidameia und zeugte mit ihr einen Sohn, Neoptolemos. Nachdem Achilles' Versteck in Skyros jedoch verraten worden war, erkannten ihn der listige Odysseus und der kämpferische Diomedes und brachten ihn anschließend zum griechischen Heer zurück. Achilles hatte sich dadurch verraten, dass er als einziger zu den Waffen griff, die der als Kaufmann verkleidete Odysseus den Mädchen neben anderen Waren angeboten hatte. Der listige Odysseus erzählte Achilles von der Prophezeiung des Orakels und der Aussicht auf ewigen, unvergänglichen Ruhm. Der junge Krieger überlegte nicht lange, voller Zuversicht und Begeisterung brach er mit Odysseus auf. An seiner Seite stand sein Cousin, bester Freund und potenzieller Liebhaber Patroklos, manch einer würde sie gar für Brüder halten, denn sie beide ähnelten sich von Weitem, einem bei dem anderen. Aber kurz vor dem Aufbruch nach Troja kam es zu einem Problem. Agamemnon hatte bei einer Jagd selbstgefällig behauptet, dass seine Bogenkünste sogar die der Jagdgöttin Artemis übertreffen. Artemis hörte dies und beschloss, den selbsternannten Oberbefehlshaber der griechischen Achäer zu bestrafen, sie verweigerte der Flotte so den günstigen Seewind und damit begannen sich Missmut und Streitlust unter den Achäern auszubreiten. Sie vermuteten zu Recht einen Fluch der Götter und beschuldigten sich gegenseitig, bis der Prophet Kalchas schließlich vor Agamemnon trat und alles offenbarte. Er war der Grund für den Zorn der Göttin und als Busse für sein Vergehen fordere sie das Liebste von Agamemnon, seine erstgeborene Tochter Iphigenia. Agamemnon war entsetzt, fügte sich jedoch, da er wusste, dass er keine Wahl hatte. Er hatte die stolzesten und kriegerischsten Männer Griechenlands unter eine Standarte gezwungen. Diese ungeheure Demütigung ihres Kriegerstolzes würde nur das Blut der Trojaner besänftigen können oder das des Agamemnons. Jeden Skrupel und Vatergefühle außer Acht lassen, lockte er schließlich seine älteste Tochter zum Heerlager, vorgeblich damit sie den großen Helden Achilles ehelichte. Dies tat er freilich, ohne es den Helden mitzuteilen. So war Achilles höchst überrascht, als ihm die ersten Griechen zu seiner bevorstehenden Hochzeit gratulierten. Der junge Krieger hatte von Kalchas Prophezeiung gehört und verstand sofort, was Agamemnon geplant hatte, daraufhin stürmte er wütend ins Zelt des Feldherrn und stellte ihn vor all seinen Generälen zur Rede. Zähneknirschend gestand dieser seine List, woraufhin Achilles lauthals verkündete, er würde mit Freuden Iphigenia ehelichen, doch er drohte gleichzeitig jeden zu erschlagen, der es dann wagen würde, Hand an ihr zu legen. Dies war eine Warnung, bei der er jedoch lediglich Agamemnon ansah. Es fehlte nicht viel und die beiden Männer wären sich sicherlich an Ort und Stelle an die Kehle gegangen. Der Feldzug der Achäer schien zu enden, bevor er beginnen konnte. Dann trat Iphigenia mit ihrer Mutter Klytaimnestra herein. Sie hatte alles mit angehört und erklärte sich freiwillig dazu bereit, sich zu opfern. Wie für eine Hochzeit gekleidet, wurde sie zum Altar geführt und Agamemnon selbst führte das Opfermesser. Iphigenia starb und Artemis gewährte der Flotte einen günstigen Fahrtwind nach Troja, seine Ehefrau Klytaimnestra jedoch verzieh Agamemnon diese Gräueltat nie. Und auch Achilles würde es niemals vergessen oder vergeben, wie Agamemnon ihn dazu missbraucht hatte, seine eigene Tochter in den Tod zu schicken. Nichtsdestotrotz konnten die Achäer nun lossegeln, nach Troja, in den Krieg, hin zu noch mehr Leid und Tod. Wie ich feststellen musste, braucht es mehr als ein Video, um Achilles' Leben darzustellen. Deshalb gibt es die ersten Toten in Teil 2. Aber bei Gott, die sind wirklich nicht leicht zu verdauen, wer es sich dennoch ansehen will, dann abonnieren und die Glocke aktivieren.